Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Sims 4, Schwarze Witwe. Und es geht weiter. Ja, wie ihr seht, oder auch nicht seht, ich weiß nicht so genau. Ich habe hier ein bisschen umgebaut. Ich habe das Zimmer ein bisschen verändert. Ich habe nur andere Betten hergekauft, weil das Kind ja immer grundsätzlich Rückenschmerzen hat mit dem Billigbett. Habe hier ein kleines Aquarium hingestellt. Der Schreibtisch steht jetzt hier, dann kann sie Hausaufgaben machen ohne Probleme. Hier steht natürlich das Babybett noch. Hier ist unser neues potenzielles Opfer. Das aktuelle liegt momentan noch oben im Bett. Also wir werden demnächst Vin ums Eck bringen. Vin Diesel, um genau zu sagen. Hier habe ich eine kleine Sauna angebaut. Und ich plane, Vin Diesel versehentlich in der Sauna maybe ums Eck zu bringen. Mal gucken. Hier habe ich noch einen kleinen Whirlpool angebaut. Ja. Und hier unten haben wir natürlich einen Keller. Ich weiß gar nicht, ob ich den beim letzten Part gezeigt habe. Ich glaube nicht, weil ich den erst gebaut habe. Also hier ist der Kellerraum. Da kommt man runter erstmal. Also die Tür ist nur für Kitsune offen. Und wenn man hier runterkommt, dann ist hier nochmal ein kleiner Raum. Also selbst wenn hier jetzt oben einer reinkäme, würde er nicht sehen, was sich hier wirklich verbirgt. Nämlich wieder der allseits bekannte Raum der Schwarzen Witwe mit den blutroten Tischen. Und den Spinnennetzen und den schwarzen Witten wir natürlich an der Wand. Ja. Hier kann man also noch die Uhren aufbewahren. So viel zu dem Thema, was sich geändert hat zum letzten Part. Und wir versuchen natürlich in diesem Part unseren Vin Diesel zu heiraten. Wir sollten noch relativ schwanger sein. Ja, sind wir. Okay, es sind schon ein paar Tage her, dass ich das gemacht habe. Ich habe auch ein paar Männer einziehen lassen in der Zwischenzeit. Ich glaube, Haushaltshilfe und so Gedöns haben wir engagiert, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. So. Ja. Was? Wieso legst du auf, du? Ja, holen wir mal einen Reparaturservice auch her. Mal schauen, was kaputt ist. Ich wüsste zwar jetzt auf Anhieb nichts, was irgendwie kaputt wäre, aber man kann ja mal, man kann ja nie wissen. So. Backen. Du kannst nichts backen, das ist nicht gut. Hamburger Kuchen. Ein Schokokuchen. Weiße Torte müsste doch auch für eine Hochzeit reichen, oder? Ich mache jetzt eine weiße Torte. Und die stelle ich dann bereit für die Hochzeit. Außer die wird total verkokelt. Dann lass mal den Punkt weg. Alles repariert und in bester Ordnung. Nicht viele Simoleons. Ja, vielen herzlichen Dank, Missy. Küche habe ich noch verändert, habe ich einen Geschirrspüler reingepackt. Ihr seht, wir sind von unserem Geld ein bisschen runtergekommen, aber naja, ist ja nicht so tragisch. Wir haben ja noch Hammer. Sonst müssen wir einfach aus dem Haus ausziehen, die ganzen Möbel verkaufen und irgendwo anders einziehen, eine Billighütte wieder. Dann passt das auch. Der Baum. So. Ja. Der pennt da oben noch. Wann ist die Kühlschrank drauf? Ist die jetzt da drin? Ah ja, perfekt. Gut, dann machen wir noch ein paar kokette Herzkekse. Der arme Vin Diesel tut mir ja schon ein bisschen leid. Sie ist schon wieder sehr traurig. Oh. Oh, dieser Ehepartner ist gestorben. Ich habe übrigens herausgefunden, also beziehungsweise man hat es mir geschrieben, dass dieses rote Kleid anscheinend bedeutet, dass ich schon viel zu viele Typen geheiratet habe oder so. Ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich weiß von nichts. Ich habe keine Ahnung, wo die Ehemänner hin sind. Nein, nein. Ja, ne? Weh, räum das mal weg, das ist eklig. Wie sieht's überhaupt aus mit deiner Laune? Na, okay.
denn hier so eine Schwung? Taco auf. Wir müssen eh noch ein bisschen warten, bis wir heiraten können, weil um die Uhrzeit kommt kein Mensch vorbei. Level 5 hat sie gerade mal im Kochen. Na, wenigstens fackelst du es nicht selbst ab. Tod durch Feuer wäre auch noch eine Option. Ich bräuchte eigentlich nur einen Chemiekasten. Wenn ich einen Chemiekasten für Kinder baue und da einen Typen reinstelle, dann würde der da theoretisch verbrennen. Das probiere ich vielleicht mal mit dem aus. Mal gucken. Das klingt irgendwie nicht nett. Gumbau. Oh, Balanev. Das ist... Kannst du mal aufhören, so komische... Geräusche zu machen. Das ist nämlich eklig. Mandel, Makron, schwarz-weißer Kuchen. Ach, hier könnte ich jetzt einen speziellen Hochzeitskuchen bauen. Das wäre natürlich auch toll, ne? So ein schwarz-weiß. Mal was anderes. Gleich mal einstellen auf schwarze Witwe gedönt. So, ja, wow. Ich habe eh vor euch umzunocken. Tschakabum-bum. Ja, wenn wir schon ein rotes Kleid zum Heiraten haben, können wir auch einen schwarzen Kuchen haben. Los geht's. Gottes Willen, das arme Kind. Das kriegt einen Schaden fürs Leben. Ich krieg Geld, wenn ich Müll wegwerfe? Okay, das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass ich bei dem Müllcontainer anscheinend Geld bekomme. Ja. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich dann ab und zu in solchen Szenen ein bisschen vorspule. Aber im Endeffekt passiert da gerade eh nicht viel. Okay. Du. Neuer. Geh mal hier putzen. Ja, damit du gleich mal weißt, was die Stunde geschlagen hat. Der Herr. So. Hochzeitsverzierung hinzufügen. Oh mein Gott, ich bin voll traurig und jetzt muss ich hier schon wieder heiraten. Und das ist voll tragisch und bla bla bla. Und ich finde schon wieder diese Kacke nicht gesetzt. Hier, bitteschön. Oh, Hochzeit. Oh, Duma Ganera. Voll Kacke. Seneca Seneca. Cebu. Wir wollen eine Hochzeitsparty machen. Schon wieder mal. Gast. Du, 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 du. Die wird sich ja denken, wie viel Hochzeit muss ich jetzt noch versuchen von der Drull. Caterer. Ja, hoffentlich stirbt die nicht auf der Hochzeit. Eine olle Oma. Eva Capri zieht die Ribliblible, Blubliblible und Musiker braucht man keinen. So. Nein, wir möchten natürlich hier irgendwo arbeiten. Also Dingsen bei uns zu Hause. Ich habe jetzt schon mal rein Theorie. Also ich habe schon mal das Vin Diesel Anwesen einfach mal in Black Widow Residenz umgenannt. Ne? Ich habe tatsächlich schon wieder ein rotes Kleid an. Das ist doch irgendwie ein bisschen... Ja, die wollen mir damit sagen, dass ich nicht mehr in Weiß heiraten darf. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Minimal. Gut. Es ist wahrscheinlich zu 99,9% gerechtfertigt, aber trotzdem, hallo? Wenn ich jetzt aber so in Weiß heiraten will, dann darf ich das nicht. Das ist doch arschig. Wo ist meine Musikdings, die Bumstel dahin? Meine Herren. Ich brauche Mucke. Eieiei. Dass ich jedes Mal im Kaufmenü wieder gucke, wo das Zeug ist, weil ich es nicht finde, das ist irgendwie so ein bisschen, naja. Ich könnte ja einen DJ-Pult kaufen. Das kostet ja schon schlappe 3000. Oh! Oder das hier, das kostet 2000. Aber da, glaube ich, ist so ein bisschen... Ja, aber ein DJ... Nee, das ist übertrieben. Der Vermieterflüsterer. Oh, cooler Name. Kann ich hier nicht hinbauen. Wisst ihr was? So. Nein, ich baue da nur einen hin. Nein! Bin ich beenden. Einschalten. Klassisch. Lautstärke ändern. Hoch. Oh Gott, der arme Vin Diesel. Vin Diesel, Heider. Der arme Kerl.
Ich habe nicht mal Stühle für die Gäste. Naja, egal. Na, Mio. Die Gäste sind noch nicht mal da. Na, noch Gäste. Da, 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 da. Bay. Sie ist voll Depri. Oh, ich muss schon wieder heiraten. Ich bin schwanger. Von wem bin ich jetzt eigentlich schwanger? Von ihm? Oder von jemand? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh. Von ich ja, so fängt's an, liebe Leute. So fängt's an. Sie denkt sich nicht schon wieder. Unsere arme Tochter. Aber die weiß dann schon mal, was sie erwartet. Also so geht es dann bei der armen Mädel weiter. Ja, also. Hochzeitstorte anschneiden mit dem unsichtbaren Tortenstück. Dass der sich freut, obwohl ich mit dem eigentlich rummache, finde ich schon irgendwie ein bisschen skurril. Meine Lieben. Muss ich schon mal sagen. Also so ein bisschen skurril ist das schon, oder? Ich meine, man macht schon während, bevor man den einen Typen heiratet, mit einem anderen rum, der wohnt dann auch schon bei einem und der findet es dann prima, dass man heiratet. Ja. Ja. Doch. Ja, die darf ihren Kuchen essen, die hat die Hunger. Ja, Caterer-Trudel, das hat mir jetzt nichts gebracht. Ist irgendwas kaputt gegangen? Kann ich nämlich meinen Mann hier reparieren lassen. Oh mein Gott, die klassische Musik macht mich wahnsinnig. La, 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 dudel, dudel. Was machen wir denn? Haben wir denn den Barock? Okay. Du, 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 dramatische Musik. Säufst du schon wieder? Nein. Ich wollte gerade sagen, Madame. Aber wie ein Diesel kann trinken. Trink. Trink so viel, wie du kannst. Du. Björn. Ja, geht zur Arbeit. Kind geht auch zur Schule. Vin Diesel gibt sich die Kante. Der Björn muss schon sich Geld reinbringen. Also der kann doch nicht hier feiern. Mal abgesehen davon, dass den eh keiner braucht. Wie stampft denn der? Der stampft da voll. Nicht, muss ich arbeiten gehen, während die anderen sich alle hier eine ansaufen. Oh, jemand hat die schwarze Witwe runtergeladen. Ja, ich habe sie für euch freigeschalten. Mit ein paar Parts gibt es ja jetzt schon mit Kitsune. Vin Diesel, was machst du da hinten? Jetzt hat er zwei Getränke in der... Ich glaube, ich spinne. Ja, so sehen Sulfa aus. Hier. So, ich ertrag das nicht. Ich muss saufen. Ganz viel. Also echt. Muss ich schon sagen, das ist ein bisschen... Kann die mal aufhören, fünf Kuchen zu backen, die bekloppte Caterer-Truller? Geh in den Kühlschrank rein. Das kann ich nicht. Now feed. Statt dass du was anderes backst. Nein, ich will nicht mit der Trulla reden. Wir müssen noch was trinken. Auch wenn wir schwanger sind. Wir sind ein tolles Vorbild. Der nimmt bezahlten Urlaub. Der heiratet schließlich. Hallo? Ein bisschen Luxus braucht er ja auch noch. Halt! Stopp! Fürs Kommen danken. Nein. Was ist das? Nein. Ich danke dir, dass du hergekommen bist zur Hochzeit. 5000, die ich schon habe, weil das ist... Vin Diesel brunzelt sich gleich ins Hemd.
ich lass den mal. Tina. Nein, komm her. Du gehst jetzt nicht pinkeln, du pinkelst dich an. Es sind ganz viele Leute. Ja, trink mal das noch. Süffel, 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 süffel. Upsi, da hat er sich doch glatt angebrunzi, brunzit. Duschen? Husch, husch. Wenn ich jetzt da reinrenne, ist er nicht peinlich berührt, oder? Mist, ich bräuchte irgendjemanden, der... ja. Kann man irgendjemanden ins Klo reinlaufen? Okay, sie ist nicht peinlich berührt. Moment mal. Gehen wir da rein. Geh mal da rein. Blöde Henne. Und du gehst duschen. Kann ich den nicht hierher holen? Ist doch ein Witz, oder? Beirufen. Hör doch mal auf, die Pisse oder was auch immer das ist, wegzuwischen. Und ruf bitte jetzt. Kann der mal aufhören, nicht zu duschen? Los. Du hast Waschzwang. Haha. Okay. Was muss ich noch machen? Er hat sich angebrunzi-brunzit. Kann ich ihn noch irgendwie beschämen? Mit... Wahrscheinlich nicht. Moment. Hallo, ich bin der Vin Diesel. Okay, eigentlich bin ich nicht, ist es nicht, aber er ist eine Kopie davon. So, jetzt machen wir mal irgendwas. Genau. Stellen wir eine Schraube. Auf hier normal zu quasseln, komm ständig, lass dich mal hier Dings. Oh, der ist aber auch ein Sturschädel wieder mal. Komm, stell eine schlüpfrige Frage. Der gefällt es wahrscheinlich genau. Bei unserem Glück. Oh. Die ist auf der Hochzeit von den beiden und hier ist gleich notgeil. Ich glaube, ich spinne. Warba, quibs. So now the nosa. A window. So mean. Ja gut, du kannst doch erstmal schlafen.
Da, geh mal schlafen. Madame. Mookie, Arb. Oh, oh, dem Boy. Was ne Schlululululululalalalalala. Lombek. Warno oops. Hey, Pierre. Vinesu. Bosta. Lavo. Wanna choose? Zorbo. Oh. Ich finde das nicht langweilig, dass ich immer dasselbe mache. Ja, Behorn. Was eine Schlalulalale. Das ist eine Bitch. Okay. Turinga. Ab in die Sauna mit dir. Ich hab da eine Idee. Du. Zum Entspannen einladen. Komm mal mit, Bitchy Bitch. Ja, komm mit. Komm, du kleines Pervi-Stück. In der Sauna auf dem Leitzen posieren. Ah, oh, und Chibi. Oh, Delroy. Na, egal. Entspannen. Ah. Mach erst mal die Hausaufgaben. Madame. Oh, Muge, wow. Madame Kind, du kannst immer noch die Hausaufgaben machen, bevor du schlafen gehst. Kann die mal aufhören zu kochen da unten, die bekloppte Henne? Die macht alles nicht mal fertig. Was ist das für eine... Caterer-Schrapnelle. Ja, yeah, eine silberne Hochzeit. So, so. Toll. Die ist sauer. Die Caterer-Drohl hat mir jetzt hier meine ganze Küche verseucht, ne? Könnt ihr mal aufhören, hier unten rumzudingsten? Du sollst entspannen. Ja, verpiesel dich, Drulla. Ich hab da eine Idee. Upsi! Da ist doch gerade die Tür zugesperrt worden. Versehentlich! Das kommt davon, wenn man ein Schwein ist. Ja, du hast mit der Drulla rumgemacht. Ja, mal nicht, dass ich das nicht gesehen hätte. Was hat sie jetzt wieder für ein Problem? Nein. Wo ist sie denn überhaupt? Geh mal Pipi machen. Baden mit... Ja, hier so. Dann... Was essen wir denn? Wieso haben die hier Tränkedöns reingestellt? Swups. Mit dem Abfall kann ich mir nur eine Sache reinmachen. Das ist ja auch dumm.
ein Gericht nehmen. So. Kümmern uns mal wieder um den Herrn hier. Swarpsa, be sick. Wo ist er denn jetzt hin? Was war das jetzt? Hä? Ja. What was that? Der ist tot? Wie ist der jetzt gestorben? Wie? Wo? Wo ist sein Grabstein? Hä? Okay, keine Ahnung. Ja. Ich suche mal den Grabstein von Vin Diesel und der ist irgendwie tot und ich habe es nicht mitbekommen. Das ist doch toll. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.